Die Freude in Kiew ist groß. Nach langem Zögern haben Olaf Scholz und Joe Biden der Ukraine Schützenpanzer zugesagt. Präsident Volodymyr Selenskyj dankte Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden in der Nacht zum Freitag herzlich für die Zusage. Wir werden noch ein Patriot-System und mächtige Panzertechnik bekommen. Das ist wirklich ein großer Sieg für unseren Staat, sagte er in seiner Videoansprache. Botschafter Oleksiy Makeyev twitterte schwarz-rot-goldene Herzen und die Worte „Danke Deutschland“. Scholz und Biden hatten sich Donnerstagabend in einem Telefonat darauf verständigt, der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer zu liefern. Die Bundesregierung will mehrere Dutzend Marder sowie ein Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellen, wie es Washington schon kurz vor Weihnachten zugesagt hatte. Beide Länder wollen auch ukrainische Streitkräfte an den Panzern ausbilden. Dies markiert einen deutlichen Kurswechsel. Die Ukraine hatte die westlichen Alliierten und insbesondere Deutschland lange um Kampf- und Schützenpanzer gebeten. Scholz hatte aber immer wieder betont, dass Deutschland in dieser Frage nicht im Alleingang handeln werde.